fehlt noch ein bisschen das Verständnis. Ansonsten gab es Fußball verkehrt im Homburger Waldstadion. Die Grün-Weißen aus Homburg ganz in Rot, die Rot-Weißen aus Oberhausen ganz in Grün-Weiß. Und die Gäste spielten, als spielten sie zu Hause. Hatten nach 7 Minuten diese Riesenmöglichkeit durch Thomas Brepper. Rot-Weiß Oberhausen, das Team von Franz Josef Kneuper, stellte ganz geschickt die Wege zu. Homburg tat sich schwer im Spielaufbau und machte prompt dann auch Fehler. Wie hier Breuse, Carsten Marquardt, einer der stärksten. Und nach 9 Minuten Björn Ahrens. Peter Eich, der Schlussmann des FC Homburg. So sah Uli Sude diese Szene. Und Arthur Fahr auch nicht gerade zufrieden. Erstens, weil er auf der Bank saß und zweitens, weil seine Mannschaft kaum Chancen hatte. Die Beste in dieser Szene. Slaven Stanic hätte hier das 1:0 für den FC Homburg machen können. Verdient wäre es nicht gewesen. Ausgangspunkt war Rafael Susic, der Neue, der aus Sandhausen gekommen war. Dann Peter Aniloibi, der 18-Jährige aus Nigeria. Und dann Slaven Stanic. Die Homburger Fans forderten mehr Zugabe. Und es gab tatsächlich noch eine Möglichkeit vor der Pause. Wieder Susic, wieder Peter Aniloibi und noch einmal Susic. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Homburg ganz gut mitgespielt. In der Wiederholung noch einmal diese Aktion, auch weil es so wenige gute Angriffe des FC Homburg in der ersten Hälfte gab. 0:0 zur Pause, das Tor blieb auch diesmal leer. Wie ist der Stand der Dinge aus der Sicht des FC Homburg im Fall in Anführungsstrichen der Silva? Wir haben am Freitag eine Klage zum saarländischen Verbandsgericht, zum Verbandsgericht des Saarlandischen Fußballverbandes eingereicht, weil wir der Auffassung sind, dass ihm, dass für den Spieler da Silva zu Unrecht eine Spielerlaubnis für den ersten FC Saarbrücken erteilt worden ist. Nach 48 Minuten das 1:0 für Oberhausen. Carsten Marquardt gewinnt das Laufduell deutlich gegen Breuse und Tino Milde mit dem Führungstor für RWO. Hinten hatte man das Ganze so gesehen. Noch einmal diese Szene, unglaublich, wie Marquardt hier Breuse überholt. Und dann ist Tino Milde da und macht das verdiente Führungstor für die Gäste aus Oberhausen. In der Folgezeit der FC Homburg sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Peter Eich mit 2, 3 guten Aktionen rettete er einen höheren Rückstand. Dann die folgende Szene. Auch hier wieder gewinnen die Oberhausener den Zweikampf, das Laufduell. 82. Minute, ein herrliches Tor von Achim Weber. Zuvor hat er einige Möglichkeiten ausgelassen. Das 0:2 im Homburger Waldstadion noch einmal aus anderer Perspektive. Ein verdienter Erfolg für Rot-Weiß Oberhausen. Eine echte Chance, das Spiel zu gewinnen, hatte der FC Homburg in dieser Partie eigentlich nie. Aber dennoch wäre der Ehrentreffer für die Saarländer möglich gewesen durch Sanel Nunic in dieser Szene. Ende 0:2. So erlebten die Trainer die letzten Sekunden dieser Partie. Und die Spieler des FC Homburg saßen wieder einmal mit leeren Händen da. Natürlich hatten wir andere Ziele und ich habe das wiederholt. Mit Ayo da Silva und Jaco Mai sind wir in die Saison gegangen und plötzlich hatten sie 2 andere Verträge unterschrieben. Das sind Dinge, damit muss ich leben und wenn man meint, man müsse meinen Kopf fordern, würde ich den Kopf auch gerne hinhalten, dann sollen sie von dem Geld auch noch einen Spieler holen, wenn es daran scheitern sollte. Es geht hier um den Verein und es geht um die Sachlichkeit. Das ist entscheidend. Und das kann nur intern. Und die Finanzen sind nun mal enger anzusiedeln wie letztes Jahr. Da hatten wir Pokalerfolge, da hatten wir noch aus der zweiten Liga den ein oder anderen Transfer. Und es ist ein steiniger Weg, wie ich das gesagt habe. Und ich hoffe, dass die Neuverpflichtungen so greifen, dass sie finanziell in unseren Rahmen passen, sodass wir uns verstärken. Tja, und in der nächsten Woche wird...